Hallo, moin moin Leute und willkommen zu einem weiteren Battle des Coach-Turniers. Wir sind hier mit dem guten Downy. Tag. Tag, was geht? Beziehungsweise ich bin bei Downy. Und genau, wir sehen jetzt hier heute Opal gegen Arkham. Genau, was waren eure UU-Experiences so in eurem Coach-Dingen? Während der Das weiß ich Aufnahmen. Doch jetzt nicht mehr. Das ist doch viel zu lange her. Das ist über 3-4 Wochen oder so. Ich glaube, wir haben Julio als allererstes gespielt. Nee, wir haben Julio. Ich glaube. Zweite Woche, weil Julio ist zu lange. Genau, Julio war das, was Kevin und ich immer so gemimt haben bei dir. Genau. Aber Tim und mir war es tatsächlich auch nicht allzu erfolgreich. Aber Ayu war schlimmer. Ich bin froh, dass wir dieses Tournament kein Ayu haben. Wir hatten das ist Ayu, das Wichtigste. Und dann, ja. Ich weiß halt nicht, in welcher Reihenfolge, deshalb sage ich mal noch nicht, welches Ergebnis. Also, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Schauen wir uns doch das Matchup an. Ich mag Crobat. Crobat gefällt mir. Der ballert. Crobat ist ziemlich sexy bei dir. Ja. Du hast nämlich nicht das Flying-Type-Spam-Stop. So wirklich. Also auch so ein bisschen. So Slowbro-Stop. Ja, mega Slowbro, aber der kann halt immer drauf U-turnen. Also wenn er nicht dumm ist, ja, dann kann er das predicten. Und das, wenn das gemegert ist, hat es ja kein Regen mehr. Aber allgemein ja, ist es tatsächlich ausgeglichenes Matchup. Ich sehe jetzt also nichts, was fett zerstört. Ist halt ein Skill-Match, aber am Ende des Tages, wo wir bei den beiden, glaube ich, nicht allzu sehr von Skill reden müssen. Die werden halt alle sehr spielen. Aber die können, denke ich, schon anfangen. Also mir würde. Es ist halt ausgeglichen. Ich sehe nichts, was überaus dominant ist. Ja, ich jetzt auch nicht so wirklich. Crobat könnte halt echt ein Problem werden, auch Heracross später. Ja, das Problem ist halt, dass Heracross langsamer als vieles ist wie Panferno und Trickkäfer da. Ja. Ach, ihr seid kein Scarf Heracross. Wer weiß. Was? Wer weiß? Vielleicht habe ich das gerade gespoilert, vielleicht aber auch nicht. Das ist hier die Frage. Das ist tatsächlich ein Team von mir, deshalb weiß ich auch, was die Monster alle können. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich weiß, was die können. Das ist tatsächlich auch ein Team von mir. Ich würde... Nee, damit hätte ich jetzt nicht geleadet. Ich hätte nicht mit Schwammig geleadet. Ja, weil Celebi für die Rocks halt schon ziemlich obvious war, muss man halt sagen, leider. Celebi nicht unbedingt, aber es, also er hat halt zwei, also dein Typ hat halt, ja, es ist schwierig, ja, irgendwo verstehe ich den Lead, aber irgendwo ja, wäre es dann auch wieder zu doof, wenn er mit Celebi leadet, was er gemacht hat. Ja. Aber gut, in Celebi kommt halt ein Fjörges rein, ja. Das halt ja, das aber Rocks gut. Bekommen wir halt trotzdem raus. Das ist halt ganz gut jetzt an sich an der das Stelle, schlecht, dass wir die Rocks raus haben. Das ist halt nicht schlecht. Ja, die können aber immer noch weggemacht werden, vor allem dadurch, dass ich, oder dass unser Team zwei Hazard-Schwächen ja, haben, die nicht relativ auch nervig sind. Ja. Du hast auch auf Flogges Defog, denke ich mal. Ja, da ist Defog. Oder hast du, ja. Deshalb denke ich, würde da auch jetzt einfach drauf gehen. Wird wahrscheinlich, Leine wird wahrscheinlich in Scissor gehen und dann direkt U-Turn. Also es gibt für ihn keinen Grund, das nicht zu machen. Es ist Scissor hat tatsächlich keine U-Turn, es ist tatsächlich ein Setup. Es ist tatsächlich ein Setup. Da muss er da aufpassen. Es ist SD. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt Bugbite oder Knockoff draufgelassen haben, Roost und Bullet Punch. Also ja, Full Setup. Ja, das sag ich mir schon. Ja gut, dann ist tatsächlich. Okay, das ist okay, er geht für den Giga Drain. Das ist pretty interesting. Er macht halt nicht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er den Ding Switch Outer predicted gerade oder nicht. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass ich denke, der muss eigentlich in Swampert gehen, weil der Sherrock-Switcher zu obvious ist. Dann denke so weit ich mir, denkt aber, er nicht. So weit denkt er nicht, genau. Und denkt mir jetzt, was macht der? Ich hoffe, meiner hat jetzt das Wunschtraum gedrückt. Drück doch Wunschtraum. Behalten, okay, nee, ja. Jetzt, wir kriegen den Spezialangriff. Jetzt muss er Wunschtraum drücken. Aber wenn du jetzt nicht keine Rocks drückst oder rauswechselst, dann denke ich mir, was tust du denn? Er geht weiter auf Gear Drain, 10%. Aber warum drückt denn meiner nicht mal ruhig? Du willst das Healthy behalten. Ich habe es ihm vor dem Kampf noch gesagt. Du willst nicht, dass Florges und Swampert zu viel Chip-Damage nehmen. Halt das Ding hoch. Dankeschön. Hey, er hat Wunschtraum gedrückt. Tim drückt weiter. Also er könnte jetzt halt einfach drin bleiben, ja, nochmal Moonblasten und dann nochmal wischen und wechseln. Je nachdem, was er da macht. Oder er oder geht direkt so rein. Oh, die U-Turn, ist jetzt nicht. U-Turn war jetzt echt sick. Auch wenn er niemals das predicted hat, aber die U-Turn war halt wirklich sick. Nee, der ist einfach auf U-Turn gegangen, weil er rausgehen wollte und fertig. Ja. Ja, glaube ich auch. Und jetzt muss halt Mega Slowbro reinkommen. Eigentlich schon. Wenn dann irgendwas anderes geht, wäre es halt purer Int. Ach du meinst. Oder er geht in Scissor. Ich habe das Gefühl, Spiel, dieses Sherox würde sterben. Habt ihr Heatwave? Wir haben Z-Brave, was? Und ich bin mir sehr sicher, dass der ausreicht. Wenn du jetzt SD drückst, dann hau ich dich gleich, Tim. Warum U-Turn der? Ja gut, an und für sich muss ich sagen, es macht keinen Sinn, dass er hier drin bleibt.
Dann verstehe ich die U-Turn wieder ein bisschen, aber dann wäre er doch direkt in Slowbro gegangen und nicht erst in Sherrock. Weil aber andererseits drückt meiner jetzt für ST. Immerhin ist der auf Swampert gegangen, immerhin. Jetzt wenn wir jetzt nicht... Ich hoffe, er drückt jetzt einfach nochmal ST und ich bitte drück jetzt Brille. Wage es jetzt bloß nicht hier. Ja, drück. Bro, okay. Ja. Hi Slowbro. Der Toxin okay. auf dem Swampert? Ich glaube nicht, ich glaube nur Rocks. Rocks, EQ, Swamp und halt Bro. Aber Rocks wären geil. Leg mal die Rocks drauf. Weil Rocks wären ziemlich sexy, aber wir sind kaum ein Setup, Slowbro. Hast du nicht gerade den Brüller gesehen? Stimmt. Dein Cormine juckt den überhaupt nicht. Stimmt. Cormine ist halt relativ viel zu. Der muss jetzt eigentlich für Scald gehen, meiner. Tim muss jetzt eigentlich für Scald gehen. Eigentlich kann er auch direkt wieder in Celebi gehen. Er verliert damit nichts und kann dann eigentlich U-turnen. Ja. Weil es pretty obvious ist. Der Cormine da wird nicht. Okay, er geht auf Psycho. Nee, Psycho. Okay. Gut, jetzt weiß er wenigstens, welches Item wir sind. Hat vielleicht. Kann jetzt potenziell Damage erkalken, was das für ein Swampert sein könnte. Wenn er das Damage macht. Meiner kann jetzt eigentlich in Ruhe und Frieden einfach Brille drücken und verliert damit nichts. Ja. Weil eigentlich. Außer Celebi kommt und kann selber Rocks setten. Ja, Celebi wird aber in dem Moment, glaube ich, einfach nicht reinkommen. Also es wird schon reinkommen, aber es wird halt dann wieder rausgebrüllt, wenn er auf Brille weitergeht, was er eigentlich machen sollte. Weil er damit eigentlich nichts verliert. Wäre jetzt eigentlich sein Play. Beim Psyshock wirft er nicht unbedingt irgendwas rein. Er könnte in Florges gehen, da wieder ein bisschen mit Wind Wish passen und dann versuchen, Megaskeptile safe reinzubringen, aber noch wird Megaskeptile komplett von dem Togekiss geworden. Ja. Also wenn das weg ist, dann sehe ich keinen Switch. Das Problem ist halt auch, dass er Setup dann befürchten muss, wenn er jetzt in Florges geht. Und so plus 2 Slowbro tut halt schon an. Aber eigentlich damit, warum? Okay. Ich meine, gut, er kann jetzt eigentlich auf Wish gehen und dann wieder ein Pair zurückgehen. Also, ja, viel verliert er jetzt gerade nicht, aber... Auf plus 2 gehen und jetzt Scald drücken. Wehe, du wirst zu greedy. Wehe, du wirst zu greedy. Geh einfach jetzt auf Scald. Okay, er macht's richtig gut. Und deiner wird greedy. Wobei, ich weiß nicht mal, kommt drauf an, was er jetzt... Wenn er jetzt nochmal kommt... Ja, das war komplett dumm. Was macht er denn? Also, den Play verstehe ich überhaupt. Warum ist er denn? Ich auch nicht. Er hat doch den Brüller davor schon gesehen. Hätte er ihn nicht gesehen, hätte ich gesagt, okay, vielleicht rechnet er nicht mit Brüller, aber. Ich wollte gerade sagen, dann hätte ich gedacht, aber trotzdem, du rechnest doch oft mit Brüller. Wenn er jetzt so Swampert reinbringt, dann rechnest du ja mit Brüller. Oh, Life of Pantherne, das ist lecker. Der kriegt Chip. Der wird runtergechippt. Lecker. Ich hoffe, meiner hat jetzt einfach. Nee, der hat Scald oder so gedrückt, ja. Rechnen mit dem Burn. Lecker. Boah, heute burnt der alles. Jeden Scald, den er bis jetzt gedrückt hat, hat er bis jetzt geburnt. Finde ich schön. Case ist heute auf Gotta Burn der Maul Tour. Da bräuchte ich deinen Feuerheiler eigentlich. Heute bräuchte ich deinen Feuerheiler. Das Ding ist halt, tatsächlich kommt dein Team echt schwer an dem Perd Florges Core durch, ne? Das ist halt echt ein Problem tatsächlich. Die machen alle irgendwie nicht so viel. Ja, jetzt geht er wieder im Florges, kann jetzt wieder Wunschtraum drücken. Ja, der kann recovern, das ist okay. Aber hier. Setze bitte einfach die Rocks, weil. Ja, jetzt kann er die Rocks wieder legen. Er drückt Wish, perfekt. Und jetzt könnte er wieder in was Offensives gehen und Druck aufbauen. Er könnte jetzt zum Beispiel das Gelaber gehen und dann Shadow Ball drücken. Das wäre geil gewesen. Aber U-Turn, wenn er die gerochen hat, dann ist gut. U-Turn tricke Fadowert. Gegen Togekiss. Will der jetzt ja, okay, das nimmt. Das frage ich mich auch, wenn er jetzt defogt, frage ich mich. Aber warum? Allen Ernstes, was er da gerade tut. Weil für mich sind defog schlimmer oder er will hexen. Oder er will hexen. Gut, das ist mit Togekiss natürlich eine legitime Möglichkeit. Ja. Aber er hätte ich jetzt. Ja, Kies hätte jetzt eigentlich relativ safe ins Pferd gehen können wieder. Und er dann, warum bleibt er drin? Warum drückt er denn weiter Moonblast dagegen? Das bringt ihm doch gar nichts im Gesamten. Weil Togekiss jetzt auf minus 2 ist. Ja, das ist schon klar, weil kann er. Warum geht er denn das Spielchen ein? Okay, wenn er durchkommt, sage ich nichts, aber das ist ein ziemlich. Das sind ziemlich genau 3%, die Timmy mir Schaden macht. Das ist ziemlich genau. Das warum Moonblastet er denn dagegen weiter? Er sieht doch, dass er das One-on-One, dass dann nicht wirklich irgendwas passieren wird. Er kann doch einfach wechseln. Da steht ein Pferd, dass das rausbringen kann, dass wieder Rocks legen kann. Einfach einmal wischen und dann zack, kommt das rein. Und dann liegen wieder Rocks.
Und Togekiss sagen, macht nicht viel außer potenziell flinchen. Das könnte ein sehr, sehr langes Game werden. Das hat Potenzial. Ja, das hat Potenzial, sehr, richtig sehr, sehr nervig zu sein. Weil du kommst nicht so ganz an Celebi Togekiss vorbei, beziehungsweise an Celebi Slowbro, und wir kommen nicht so ganz an Perth und Flawless vorbei. Ja, wenn dann mal... Ohne ausreichenden Chip. Der soll jetzt endlich wechseln, der merkt er denn nicht, dass er da nicht weiterkommt. Vor allem, er könnte einfach in sein Crobat gehen, das Ding taunten und dann das Ende. Weil Crobat ist schneller, das wird nicht, kann durch die Fähigkeit sowieso nicht geflincht werden. Und Getee-Wave kann er auch nicht werden. Das wäre auch noch möglich. Warum kann Crobat nicht Getee-Wave werden? Was? Wenn der Gegner getauntet ist, meine ich. Ach so, ja, stimmt. Bei Taunt in jedem Fall der Place, dann kann er Togekiss sich nicht roosten, das kann nicht T-Waven. Das Einzige, was es machen kann, ist Air Slashen. Boah, wenn das jetzt ein Nasty Flood Togekiss wäre, leck mich fett. Dann wäre er schon zu Ende. Ja. Alter Schwede. So, und jetzt kommst du so. Jetzt. Ich hab's ihm nicht geschrieben, ne? Das kommt jetzt gerade so rüber, als hätte ich ihm gerade geschrieben, geh jetzt endlich in Crowbat. Aber ist eigentlich okay. Bitte drück jetzt deinen Z-Move. Das ist mega. Danke. Das ist, glaube ich, ein totes. Ja. Ist ja so. Das war gar nichts. Wie viel Bulk habt ihr denn in dem Ding? Dich bitte. Das ist voll physisch defensiv Setup. Ach Gott. Ja, dann gehen wir halt jetzt wieder ein Pferd raus. Dann ist der Damage-Output aber auch von Sheerox nicht so groß. Dann kann er jetzt Er muss halt jetzt roosten und dann Bugbiten eigentlich gegen Swamp. Warum bleibt er da drin? Ist der wahnsinnig? Warum wirft er denn Crobat ab? Warum wirft er Scizor ab? Das frage ich mich gerade auch, aber ich finde es viel schlimmer, dass er gerade Crobat abwirft. Das ist so gut gegen Celebi. Die auf irgendwas Rocky Helmet oder so? Er hat doch gesehen, dass das Life von Panferno ist, selbst Panferno wird outspeedet. Danke, das hättest du schon davor machen sollen. Ja, jetzt kann er roosten. Ein geiler Rocky Helmet. Boah, der wird so. Jetzt ein Roost wird ziemlich sexy. Man muss ja eigentlich jetzt Roost drücken. Ja, ich hoffe, meiner hat jetzt gebrüllt. Warum? Wir haben Lumberry. Okay, der geht. Warum habt ihr lang? Was ist denn das für ein komisches Set? Das ist ein komisches Anti-Swampert Burn mich nicht Set. Ja. Brüll das Ding doch einfach raus. Bugbite jetzt doch einfach, bitte. Bevor du. Ich hab ihm vor dem Kampf gesagt, lass deine Mons nicht unnötig, du Downchip. Okay. Das ist interessant. Und was ist das? Wie oft burnt er denn heute? Das Gold immer burnt, aber er spielt das gerade ziemlich komisch. Sie spielen das beide gerade sehr, sehr komisch. Der muss eigentlich nur Rocks aussehen. Boah, leg jetzt. Nee, jetzt legst du natürlich noch nicht. Boah, jetzt kommt der. Stimmt, der hat gesehen, dass du keine Psychic. Oh, jetzt gibt's auf die Kacke. Jetzt zeig mir deinen Fassade. Muss eigentlich Scissor abwerfen. Der muss irgendwas abwerfen. Irgendwas stirbt jetzt. Oh, das ist lecker. Scissor abwerfen das und danach lecker. In Inferno gehen. Ich hoffe, er geht auch auf Fassade und macht nicht irgendwie einen ganz komischen Play. Wie Knockoff oder so. Ich glaube, ich habe gar keinen Knockoff. Wobei Knockoff auch noch okay wäre. Ich weiß gar nicht, überlebt Petragon einen Move eventuell sogar. Gott, Scaraborn. Ja, aber... Keine Ahnung, er muss jetzt eigentlich in Cherox gehen, weil er muss jetzt das Guts sehen doch. Also wenn er das Guts nicht versteht, dann... Warum noch... Warum denn nicht einfach Fassade? Das ist in jedem Bereich stärker. Habt ihr Megahorn? Nicht, dass ich wüsste. Also ich glaube zumindest nicht. Ich könnte jetzt nachschauen, aber nee, da sieht man zu viele Teams. Die kann ich jetzt nicht zeigen. Da sind noch wichtige Teams dabei, die niemand sehen sollte. Eventuell sind da JPL-Teams. Die man nicht sehen sollte. Ja, aber nur eventuell. Sei bitte auf Scald oder auf Psyshock gegangen. Das war aber schon? Tatsächlich sogar ein okayer Play, je nachdem wie viel. Ja. Ja, okay. Ja, es war halt okay. Es war halt echt okay, falls da jetzt die Fassade kommt oder so. Und jetzt muss halt eigentlich relativ safe Togekiss reinkommen. Oder Celebi. Oder Scizor. Er opfert einfach Scizor. Das ist halt der andere. Okay, er opfert eben nicht Scizor. Doch, das stirbt jetzt an der HP Fire. Ah, okay, ihr habt HP Fire. Das ist okay. Also ich hoffe, er drückt jetzt HP Fire. Ich weiß auch nicht, warum er jetzt als erstes auf Leafstorm gegangen ist und nicht erst mit Giga Rain Chip gemacht hat und dann mit Leafstorm angegriffen hat, aber okay.
Komm, baller das bitte einfach mit einer schönen HP Fire weg. Predikte jetzt. Weiß ich nicht, was du predikten möchtest. Du kannst hier in dem Moment nichts predikten. Einfach HP Fire, fertig. Das ist eine Vierfachschwäche. Das reicht auch auf den 23% aus. Auch wenn du auf minus 2 bist. Da bin ich mir sehr sicher. Ohne das hier zu kalken. Ich glaube, er wird es jetzt. Vielleicht kalkt er es jetzt. Nee, es. Oh. Oh, Tim. Das war edel. Jetzt muss die U-Turn kommen. Wenn jetzt die U-Turn kommt, bin ich stolz. Ich verstehe aber noch nicht ganz, warum man nicht direkt in Celebi gegangen ist. Oder in Togekiss. In alles, was nicht Cherox ist. Sag, wenn jetzt die U-Turn. Und jetzt geh bitte, bitte, bitte nicht in Cherox. Sondern geh einfach. Und auch nicht in Slowbro, sondern geh einfach in Panferno. Geh einfach in Panferno und drück wieder U-Turn. Oder Hydreigon. Hydreigon Scarf, das ist auch okay. Und jetzt drück bitte Dark Pulse. Ich hoffe, meiner geht jetzt einfach in Flogis, Flogis Wort. Danke. U-Turn, stimmt. Und einfach U-Turn drücken. Geht für Flammen. Ist okay. So, und jetzt defogge diese nervigen Rocks sofort weg. Weil ansonsten ist Crobat tot. Zählt Libby wäre auch sexy. Also, wenn er jetzt so weitermacht und schön weiter alles anschippt, dann kann zum Schluss Gelabra potenziell durchgehen, wenn das halt Dragon Ball ist. Dann drückt der Shadow Ball gegen einfach alles. Mhm. Das Gelabra ist allgemein auch sehr, sehr geil, wenn das halt Dragon Ball ist. Mhm, das sieht lecker aus. Aber mach bitte diese verbrannten Rocks weg. Warum? Ja, es ist okay, aber bitte defog jetzt. Wobei, du willst eigentlich auch nicht, dass es Slowbro sich set hat. Aber du willst ja die Rocks weg haben. Ja, defog ist okay. Das ist okay. Jetzt drück aber bitte nochmal. Ah, die Para könnte immer richtig kacke sein. Okay, ja. Der ist okay, passt. Jetzt drück bitte einfach Scald. Bitte. Was wenn ist er jetzt das für ein Game? Und sich denkt, jetzt Rocks legen während der Play. Was ist das eigentlich für ein Gurkenspiel? Es steht 6 zu 6 nach 42. Wir sind in 42 schon. Warum geht er auf Psyshock? Scald macht viel mehr Damage. Okay. Das weiß er aber nicht. Da können wir eigentlich wieder in Flogis gehen. Na, ja, soll er bitte bei U-Turn drücken. Ja, du kannst auf wenn jeden Fall. Wenn Spray Code drückt, dann weine ich. Er sollte jetzt eigentlich wissen, eigentlich schon. Hat er schon gesehen, dass das Scarf ist? Eigentlich nämlich, ne? Eigentlich bitte, nicht. Drück jetzt einfach. Wish. Ja, das war aber guter Damage. Das war sehr interessanter, guter Damage. Das war wirklich guter Damage. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen überrascht. Dann war es gar nicht so bad. Sag mir jetzt nicht, dass die anfangen, vor meiner Tür den Boden aufzustemmen. Dann kriege ich jetzt echt einen Affen mehr in der Aufnahme. Das kann er eigentlich in Mega Skeptile gehen. Eigentlich schon. Und bitte nicht wieder Leafstorm drücken. Sondern einfach Giga Drain. Ja, wäre eigentlich der Play. Ich denke, das aber das glaube ich, wird jetzt einfach erstmal Slack offen. Ja, glaube ich auch. Die Parahex. Ja, der wollte wahrscheinlich einen Wish. Also ich hoffe, er wollte Wish drücken und nicht schon wieder anfangen, irgendwie aus irgendwelchen dummen Gründen Moonblast zu spammen. Wie oft hat er denn noch Moonblast eigentlich? 15 Mal, 12 Mal Wish. Also es könnte echt ein langes Game werden, man steht bei Turn 6. So, die sind in Turn 46, was ist denn los mit denen? Das kann echt dauern. Und alle haben noch 6 Pokémon. Die spielen so vorsichtig, ich meine, es ist so richtig, aber... Nee, das ist nicht mal vorsichtig, das ist dumm. Du musst eigentlich jetzt momentan viel aggressiver spielen, damit du die Defensive brichst, weil sobald die Defensive gebrochen ist, dann gewinnt halt derjenige. Ja. Danke. Geht doch. Endlich mal ein aggressiver der Play. So, und jetzt einfach drin bleiben, meine ich. Jetzt geh bitte einfach in Togekiss. Please, Tim, please. Predikte doch nichts, was du... Was tun die denn? Predikte doch einfach nichts, was du nicht predikten musst. Der eine drückt HP Fire und der andere drückt Slack off. Ich meine, das ist okay, aber... Er wollte halt scouten. Er wollte also wahrscheinlich das Togekiss... Boah, das war geiler Damage. Warum setup sich der immer noch? Der gewinnt das nicht. Jetzt kann er Leafstorm. Ja, das war Mega Slowbro. Jetzt eigentlich GG, das ist das Problem. Ja. Der muss jetzt nur einmal gegen irgendwas, gegen Shaman, sag ich schon, gegen Celebi auf die Rocks in Heracross gehen und dann einmal eine fette Fassade raushauen. Ja. Wenn er das überlebt, noch einen Move. Hm? Das Ding ist, er könnte jetzt sogar eigentlich ins Gelabra gehen.
Weil entweder kommt jetzt die U-Turn oder es kommt die Feuerattacke. Boah, danke. So, und jetzt wird dann nämlich halt Dragon kommen. Und dann kann er wieder in Flawless gehen, weil mit Flawless dagegen nichts verliert. Und dann muss er eigentlich wieder U-Turn und Skizor gehen. Ja. Aber ich glaube, er hat die U-Turn auf Hydreigon noch nicht gesehen. Nee, aber so, die riecht man halt. Es ist sobald. Nee, aber ich glaube, Tim hat die U-Turn auf Hydreigon vergessen, so wie der spielt. Ja, es kann sein. Und tatsächlich, dass er die U-Turn auf Hydreigon nicht vergessen hat. So, und jetzt kannst du ganz einfach in ein. Weißt du, Strato und ich haben es so nett im ersten Part als Autounfall beschrieben. Das trifft hier leider wieder sehr gut zu. Ich frage mich gerade, warum mein Kerbet einfach so gegangen ist. Ja, opfert das Skizor. Boah. Verstehe es nicht. Das lebt das noch. Ich würde Kerbet auf jeden Fall jetzt hier nicht abwerfen an der Stelle. Ich würde es noch behalten. Der muss es eigentlich in High Dragon gehen, gegen alles andere roosten wir. Oder taunten wir. Also eigentlich müsste das ab dem Zeitpunkt müsste Käse das gewonnen haben, weil du gegen Flawless nicht mehr ankommst. Gegen Flawless im Pferd überhaupt nicht. Ja. Die brichst du nicht mehr. That's the problem. Das ist eigentlich auch mal das Verlieren. Ich habe das Gefühl, nichts, was die bricht. Beziehungsweise halt, das Scissor hat er dumm zum Setup lassen. Das hätte er nicht machen dürfen, und selbst das da haben wir Brille gehabt. Er könnte aber auch Crow theoretisch abwerfen. Muss er nicht. Ich meine, wofür denn? Er kann ja einfach jetzt in Flawless gehen. Der kann sich noch die Option offen halten, das irgendwann später abzuwerfen oder wieder reinzudrücken. Und dann Brave Bird nochmal klicken. Also jetzt einfach in Flawless gehen und fertig. Ich muss die U-Turn. Oder er wirft das einfach ab. Zumindest nicht 6-0 verloren. Zumindest nicht 6-0 verloren. So, und jetzt hat er gesehen, dass das Ding Scarf ist. Jetzt kann er eigentlich in seinen Chan gehen und einfach Fire Blast drücken. Weil er damit nichts verliert. Leider. Die Frage ist, sieht er das auch? Die Frage ist aber noch eher, warum sind wir in Turn 54? Und es steht 5-4. Ich meine, wir waren in Turn 46 und es stand 6-6. Ja. Ich meine, das ist ein typisches Match für mich eigentlich. Aber du bist ja jetzt nicht so als Staller bekannt. Nee. Nochmal. Okay, dann mach doch einfach. Du kannst eigentlich in fast alles gerade reingehen. Außer Heracross. Aber das soll der selber sehen. Geh einfach in dieses dumme Chandelure. Du hast Flashfire. Fängst die Feuerattacke ab. Du hast gerade gesehen, der war schneller als du. Bedeutet, er ist gescarft. Ich meine, soweit kannst selbst du denken. Wir haben uns übrigens hier alle sehr, sehr lieb. Aber manchmal muss man auch eine strenge Faust zeigen. Downy TV muss manchmal auch mit hartem Regiment vorgehen. Und Downy im Fanning rauslassen. Was überlebt der denn jetzt so lange? Das frage ich mich aber auch. Kalkt der irgendwas? Kalkt der gerade ein Megaskip-Teil oder so? Ja, warum hat er jetzt mit dem Play so lange gebraucht? Ich weiß es nicht. Jetzt kannst du Shadow Ball onanieren, oder? Immer drücken. War der gerade noch onanieren nebenbei, ich oder? Ich weiß es nicht. Shadow Ball, ja. Nochmal Shadow Ball. Warum geht er auch in Panferno? I don't understand this. Warum geht er denn nicht einfach in Togekiss? Das nimmt das so viel besser. Wichtiger als Celebi. Ich hätte Celebi sogar jetzt abgeworfen. Ja, eins von beiden hätte ich halt abgeworfen. Weil Celebi braucht er prinzipiell noch bepaart, wenn er das noch irgendwie gewinnen möchte. Ja. Aber ich sehe es halt nicht, weil Heracross ist schneller als Togekiss. Ich hätte noch zur Not gesagt, Togekiss kann als tot flinchen. Und gegen Megaskipter gewinnt halt das One-on-One. Ja, aber ansonsten sehe ich da jetzt schwarz. Ich leider auch. Also leider ist das definitiv Overhead an der Stelle. Ah Mann, das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich, dass er das nicht so gut gespielt hat. Also Käse müsste das jetzt ja eigentlich ziemlich schnell runterspielen können. Der soll einfach irgendwann nochmal Rocks legen, damit immer wieder die Monster, die reinkommen, gepunished werden. Und dann passt das Ganze. Die brauche ich, glaube ich, nicht. Hat das Togekiss Defog? Ja, theoretisch. Okay. Aber ich glaube praktisch, dass es gar nicht mehr dazu kommen wird. Ja, geh bitte auf die U-Turn. Geh doch einfach auf die U-Turn. Tim, du hast U-Turn auf diesem Mon. Eigentlich geht man fast immer auf U-Turn, wenn man auf U-Turn gehen kann. Da geht es 100% auf den Moonblast. Oh!
Was ein Double. Der war ziemlich sexy. Oh shit, da muss ich ihn, da muss ihn ja nachher sogar für loben, für diesen geilen aggressiven Play. Aber der war ziemlich sexy. Der war schon geil. Der macht so anders, verstehe ich jetzt nicht, warum. Warum ist er nicht in High Dragon gegangen? Warum macht das wenig? Wenn der jetzt misst, dann haben wir sogar noch eine kleine Chance, aber der muss halt jetzt missen. Ich habe die Hex gecallt, sie werden passieren. Ja, schade. Ich meine, das ändert ja an der Situation nichts. Chandelure ist nicht so wichtig. Ah, okay. Weil Celebi verliert halt komplett gegen das Mega Scepter. Das drückt zweimal Dragon Pulse und weg ist das Ding. Vielleicht denkt er noch, er könnte Mega Scepter irgendwie T-Waven und dann kriegen wir plus 1. Man weiß es nicht. Solche Fähigkeiten vergisst man sehr schnell am Anfang. Ich weiß auch nicht, was er jetzt gerade wieder überlebt. Er hat halt einen Play. Ja, danke. Und da wird halt jetzt wieder Floris kommen. Und das drückt halt dann Moonblast. Ja, er hat die U-Turn gefunden. Er hat den U-Turn. Jetzt ist aber eigentlich relativ... Jetzt ist schon zu spät. In Turn 60 hat er den U-Turn-Knopf gefunden. In Turn 60. Warum sind wir in Turn 62? Und warum ist warum fängt er denn schon wieder an, Moonblast zu spammen? Ich weiß. Ich meine, außer er hat die U-Turn predicted, dann war es geil, aber ich glaube nicht, dass er daran gedacht hat in dem Moment. Ich glaube, dass er gerade einfach. Weil Moonblast Spam sogar okay ist. Ich wollte gerade sagen, er gewinnt halt jetzt das Matchup, theoretisch. Ja, aber das Problem ist halt, dass das Celebi dann irgendwann wieder recovered und das ist dann nervig und Er könnte halt den Kampf beschleunigen, das meine ich dann. Ja, er kennt sich relativ selten. Er könnte jetzt eigentlich zum Beispiel in Pferd gehen, das komplett abwerfen, um dann wieder in Heracross zu gehen. Und dann einfach passieren. Ja, dann hat er echt gewonnen. Was anderes müsste er jetzt eigentlich an der Stelle nicht machen. Na, das ist Problematik. Ja, das ist auch okay. Ja, und jetzt ist es eigentlich over. Ja, der kann halt jetzt darf er gerne Knockoff drücken, weil wenn der Scarf weg ist, dann hat Mega Skeptile das auf jeden Fall schon es ist schon gewonnen. Ja. Alter, der Balken gegen das. Dass das lebt. Nochmal schön Tarnstein rauslegen, lecker. Warum geht er denn auf Brocks? Aua, Tim. Ist halt komplett egal. Weil eigentlich egal, was er jetzt in dem Moment drückt. Also dieses Mal schreibe nur ich dein Trauen, Smiley in den Chat. Ich muss bis jetzt noch reinschreiben. Ich muss dem. Ich habe in Part 1 haben Strato und ich einen geschrieben. In Part 2 schreibe nur ich einen traurigen Smiley. Tja. Du wirst einfach Fassade. Einfach Fassade und fertig. Das ist, wie gesagt, das geworden. War in dem Moment eigentlich entschiedener, als Shirox und Mega Slowbro weg waren. Ja, allgemein eigentlich schon in dem Moment, als Slowbro weg war. Ja. Das war so das größte Problem. Ich weiß nicht, ob er einfach greedy war oder. Shirox. Okay. Ja. Ich kann jetzt auch theoretisch sogar noch irgendwas abwerfen danach. Ja, ich würde einfach im Heracross drin bleiben. Ja, danke. Weil sonst dauert das Match einfach ewig. Ach, Mann. Oh, Mann. Schade, schade, schade. Und jetzt zweimal Shadow Ball und fertig. Dann ist der Drop gelutscht. Ah, einmal Shadow Ball. Außer jetzt kommen die Dark Pulse Flinches des Jahrhunderts. Und mit Paraflinching Florges. Wobei ich glaube, dafür hat er nicht mal genug AP. Ich weiß gar nicht, wenn wir. Also, er hat noch 22 mal Dark Pulse. Und jetzt. 21 mal. Wie viel hat das gegen Florges gemacht? 20%. 14%. Warum wechselt er denn jetzt? Mach doch einfach Shadow Ball. Beende das bitte. Wir sind in Runde 70. Wir haben keinen Bock mehr. Ich glaube, wir haben an die 30 Runden so umsonst eigentlich gespielt. Die man alle hätte beschleunigen können. Ja. Mindestens. Die wenn nicht sogar 40. Der auch noch einmal, ich glaube es nicht. Und jetzt liegt Tim wieder Rocks. Ich wette, da kommen jetzt noch die Rocks von Tim. Bin mir zu 100% sicher. Der hätte hier einfach nur Shadow Ball drücken müssen. Ja, der hat das Game. Der hat doch. Vor allem davor hat er es doch richtig gemacht. Da hat er doch gesehen, dass das nichts machen konnte, dass das High Dragon auf Flammenwurf gelockt ist. Warum ist er denn jetzt rausgegangen? Der hätte ja ansonsten einen Flashfire Boost bekommen. Oh nein, das wäre aber jetzt schlimm gewesen. Oh nein, der Flashfire Boost. Bitte nicht? Es geht dann auch noch Risky auf. Nimmt der den auch noch runter, geht für Junker.
Weißt du, das ist so ein Moment, wo normalerweise das Publikum Tomaten aus der letzten Reihe auf die Bühne wirft. Danke, er wirft es ab. Oh, Gott sei Dank. Jetzt geh bitte einfach in der Mega-Skeptal und drück drauf. Hör noch auf, es zu provozieren. Ich seh schon die Fahrer. Ich seh sie schon. Gesundheit. Switch and Celebi, danke schön. Jetzt switch and Celebi und es gibt die Fullfahrer. Gott, schade. Es ist zu Ende. Es ist vorbei. Es hat ein Ende. Mein Gott. Er hat die Differenz so dumm runtergezogen, das ist nicht mehr witzig. Ja, ich wollte gerade sagen. Im Prinzip hätte er das 6-0, der hätte das 6-0 runterspielen können. Es hat ein Ende. Oh mein Gott. GG. Nach diesen Qualen der endlosen... Es tut weh, es tut wirklich weh. Langeweile und ich weiß nicht mal... Keine Ahnung. Ich wollte gerade fragen, haben wir Yu-Yu oder Ayu gespielt? Ja, das war halt so das komplette Gegenteil. Im Ayu ging das viel schneller. Und, die haben das beide so komisch gespielt, dass es sich so lang es gezogen hat. Echt schwierig. Es war halt 76 Runden Kampf. Das sollte eigentlich nicht passieren. Vor allem sind die beiden, vor allem ist mein Team nicht. Meine zwei defensiven Monster sind Pferd und Florges, die halt zusammenhalten. Ja, gut, ich habe halt Togekiss, Celebi, Mega Slowbro. Das ist halt schon eklig, aber trotzdem. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Genau, wir sehen uns zum nächsten Mal. Nicht so ranzig wird. Haut rein, Leute. Tschüss.